Halbzeit beim großen Ulrichsjubiläum in Stadt und Bistum Augsburg. Grund für uns, mal genauer hinzuschauen auf den heiligen Ulrich, und zwar mit Domkapitular Thomas Groll. Er ist Vorsitzender des bischöflichen Ulrichskomitees und gleichzeitig noch Bistumshistoriker. Ich grüße Sie, Herr Domkapitular. Grüß Sie, Gott. Mutig, sozial, europäisch. Mit diesen Worten ist das große Ulrichsjubiläum überschrieben. Aber woher weiß man das über den heiligen Ulrich, über einen Mann, der seit über 1000 Jahren tot ist? Ja, da haben wir Glück. Es gibt eine Lebensbeschreibung des Dompropstes Gerhard, der also auch sein Zeitgenosse war, der zumindest aus der späteren Zeit aus eigenem Erleben berichten kann und über die Frühzeit sich dann auch erkundigt hat. Und das ist dann doch ganz spannend für diese frühe Zeit, dass wir damit dem Ulrich doch relativ nahe kommen können, obwohl es ja über 1000 Jahre her ist, wie Sie schon gesagt haben. Jetzt fangen wir mal mit dem Adjektiv mutig an. Warum war denn der heilige Ulrich ein mutiger Mann? Welche Ereignisse, welche Quellen, was würden Sie sagen, legen das nahe? Ja, ich denke, er war mutig, weil er für seinen Glauben eingestanden ist, in einer Zeit, in der es durchaus sehr schwierig war, durch die äußeren Bedrängnisse, wo es aber auch was Besonderes war, wenn ein Bischof selber gepredigt hat, gefirmt hat, unterwegs war im Bistum, in jungen Jahren sehr viel mit dem Pferd, aber immer auch schon mit dem Ochsenkarren. Da hatte er so eine Aufrichtung dort, wo er hat sitzen können und während der Reise auch beten, sich mit seinem Kaplan unterhalten hat können. Und dann eben in der ganzen Diözese unterwegs war, die Geistlichen gestärkt hat, sie natürlich auch visitiert hat, nachgefragt hat, wo es Probleme gibt, sie ermutigt hat, manchmal auch ein bisschen getadelt hat, wo es notwendig war, sich auch nicht zu schade war, im Allgäu wird es mal berichtet, auf eine Alm zu steigen und die Kirche zu weihen und dann über diesen beschwerlichen Weg sich nur sehr humorvoll geäußert hat, weil die Bergbauern halt sehr Sorge hatten, dass der Bischof diesen beschwerlichen Weg auf sich hat nehmen müssen. Also dieses Mutige im Glauben. Und dann natürlich, ein Bischof in der damaligen Zeit hatte ja sehr viele weltliche Aufgaben. Als Bischof von Augsburg war er gleichzeitig auch Stadtherr. Ich sage immer, das ist ganz lustig. Er ist der 62, also der jetzige Bischof ist der 62. Nachfolger im Bischofsamt, also im Sinne des geistlichen Hirten der Diözese. Und aber in gleicher Weise Nachfolgerin ist die Oberbürgermeisterin. Da kann man nicht so genau mitzählen, das wird wahrscheinlich über 100 sein. Die Stadtpfleger, die Mitglieder des Großen Rats in Augsburg, da hat es vielleicht viel mehr Wechsel gegeben. Aber auch die Oberbürgermeisterin von Augsburg ist Nachfolgerin des Bischofs, weil er eben als Stadtherr in der weltlichen Verteidigung viel zu tun gehabt hat und eben auch im Reichsdienst dem König zur Seite gestanden hat. Das ist eine Aufgabe, die heute Bischöfe natürlich nicht mehr haben. Also Sie sagen es, Bischof Ulrich damals, Stadtherr auf der einen Seite, auf der anderen Seite Bischof. Da kommen wir natürlich zur Lechfeldschlacht. Was wissen wir darüber? Was ist vielleicht noch offen? Was muss noch erforscht werden? Ja, im Grunde wissen wir eher weniger als mehr. Wir wissen nicht einmal, wo die Lechfeldschlacht genau war. Also Lechfeld, wir denken dann immer an den Bereich, wo heute auch Königsbrunn ist, wo man im 19. Jahrhundert die Kirche St. Ulrich gebaut hat und gemeint hat, das ist der Ort. Inzwischen haben wir festgestellt, es ist nicht so einfach. Die Lechfeldschlacht könnte auch auf der westlichen Lechseite gewesen sein. Durch verschiedene Deutungen der Quellen kann man das erkennen. Dann hat man ja gemeint, man kann endlich mal den Ort der Schlacht finden, indem man dann entsprechende Dinge im Boden finden kann. Also aus vielen anderen Schlachten kann man dann Kugeln oder auch Schwerter oder die Pfeilspitzen finden. Bei der Lechfeldschlacht kann man noch so lange suchen. Vielleicht findet man zufällig doch noch was, aber eine größere Menge oder überhaupt Funde haben wir noch nicht. Das Einzige, was man da mal gefunden hat, war ein Totenweiß, aber da sind wir 15 Kilometer nordöstlich von Augsburg, wo man eigentlich nie erwartet hätte, also auch nie meint, dass da die Lechfeldschlacht war. Da hat man 2011 ein Pferdegeschirr gefunden, das muss man einem Anführer gehört haben, silbern, reich vergoldet. Und da müssen wir wohl davon ausgehen, dass das also diese Folgen der Schlacht waren. Die Ungarn, die sich dann zurückgezogen haben, die sich geflüchtet haben. Ob jetzt hier der Reiter noch auf dem Pferd saß oder das Pferd schon angeschossen war oder wie auch immer, schwer verletzt war und sich dann dahin noch hat retten können und dort verendet ist oder wie das genau ist, wissen wir auch nicht. Also es wäre hier schon noch spannend, wenn man dann wirklich noch einmal also entsprechende Funde im Boden hätte, archäologischer Art, wo wir die Lechfeldschlacht verorten können. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir das nie schaffen werden, denn der Lech war immer schon ein reißender Gebirgsfluss, den haben wir heute zwar etwas gebändigt, wenn aber da irgendwas da war, der hat alles weggerissen, das Flussbett hat sich immer wieder verändert. Also das wäre wohl ein reiner Zufallsfund, dass wir den genauen Ort der Lechfeldschlacht finden können. Sehr spannend. Was jedes Kind kennt, ist der heilige Ulrich auf dem Pferd in der Schlacht. Wie sicher sind da die Quellen?
Er ist sicher geritten, das haben wir ja schon gehabt, auch auf Reisen. Er war ja als Stadtherr dann auch der, der die Verteidigung hat organisieren müssen. Also vor der eigentlichen Lechfeldschlacht, zwei Tage vorher, sind ja schon die Ungarn gegen Augsburg geritten. Da hat er die Verteidigung organisiert und ist wohl eher mit der Rüstung, mit dem Helm auf dem Kopf, dem Schild und dem Schwert in der Hand auf der Stadtmauer gestanden und hat die Verteidigung organisiert. Bei einem Ausfall hat man einen der Anführer dann umgebracht, sodass sich die Ungarn zurückgezogen haben, bis dann König Otto mit dem großen Heer heranrückt. Ob er jetzt nun selber wirklich mit dem Schwert in der Hand gekämpft hat, sei mal dahingestellt, aber er war sicher in voller Montur an der Organisation beteiligt. Dass er natürlich auch, wie dann die späteren Deutungen ist, man hat das schon irgendwie so gespürt, die Hand des Bischofs, mit der er segnet, wie kann die dann ein Schwert in der Hand haben und im Zweifelsfall vielleicht doch auch einen Gegner damit töten. Da hat man dann daraus das Kreuz gemacht, mit dem er natürlich auch die Kämpfer gesegnet und ermutigt hat. Also irgendwie beides. Aber schon in der damaligen Zeit hat man gespürt, das ist eine größere Spannung, dass also ein Bischof eben dann auch diese weltlichen Aufgaben hat. Man sagt, es war ein sehr sozialer Mann. Was macht denn dieses soziale Wesen des heiligen Ulrich aus? Ich finde am faszinierendsten, dass in den Quellen berichtet wird, Bischof Ulrich hat sich immer erst selber zum Essen hingesetzt, wenn er wusste, dass alle nicht nur die drinnen im Festsaal sind, sondern auch draußen auf der Straße auch genügend zu essen bekommen. Und da kann man sich vorstellen, wenn der Bischof auf Reisen in der Diözese unterwegs war, zu einem Kloster gekommen ist, er hatte immer, das wird auch berichtet, nicht nur seine Bediensteten und seine Soldaten dabei und seinen Klerus, sondern eine gleich große Zahl, und das müssen dann ein paar hundert Menschen gewesen sein, von Armen und Bedrängten, die mitgezogen sind, weil sie eben das gewusst haben, wenn wir beim Bischof sind, der sorgt für uns. Also das Kloster, das dann den Bischof und seinen Tross beherbergt hat, hat auch die Armen und Bedrängten, die draußen waren, genauso versorgen müssen. Eben deswegen nach ein paar Tagen, wenn der Bischof weitergezogen ist, war man, glaube ich, nicht ganz so traurig, weil man ja doch eine große Versorgung hatte. Aber es finde ich so faszinierend. Dem Bischof war es wichtig, dass allen Menschen gut geht. Es wird auch berichtet, in der Karwoche und schon die ganze Fastenzeit hat er Armen und Bedrängten die Füße gewaschen, in dem Heilig-Geist-Spital, heute ist da die Puppenkiste beherbergt, das er selber gegründet hat für die Armen und Bedrängten. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass er nicht nur älteren Männern die Füße gewaschen hat, wie wir es heute ja am Gründonnerstag oft symbolisch machen für die Jünger, sondern er hat auch damals sicherlich schon Frauen und auch Kindern die Füße gewaschen, so wie es ja Papst Franziskus auch heute tut. Also es geht ja nicht um etwas Nachspielen, sondern es geht um das Umsetzen in die Zeit, um den Menschen nahe zu sein, den Menschen beizutragen. Als nächstes kommen wir zum Begriff europäisch. Auch damit wird er überschrieben. In einer Zeit, in der die Welt nicht wirklich vereint war. Wie kommt man auf diesen Begriff, der heilige Ulrich war europäisch? Ist natürlich etwas anachronistisch, aber im Blick auf seine Zeit hat er es auch geschafft, eben die im deutschen Gebiet wohnenden Stämme zusammenzubringen. Das war übrigens auch die Voraussetzung dafür, dass dann in der gemeinsamen Ordnung auch der Sieg gegen die Ungarn erst möglich war. Und hier spielt Ulrich doch eine ganz wichtige Rolle, eben auch durch seine Tätigkeit im Reichsdienst. Also ist dann König Otto immer wieder zur Hilfe geeilt, hat ihn beraten, hat Urkunden gesiegelt. Und die eigentliche Großtat ist ja, dass er eben den Frieden gestiftet hat im Tussa, im heutigen Illertissen. Sie sagen es, der Friede von Tussa, der eigentlich nicht so bekannt ist heutzutage. Leider nicht. Es gibt auch nur eine einzige Darstellung in der Kunst und die ist dann in Südtirol, weil man damals auch festgestellt hat, der heilige Ulrich kann in den damaligen Wirren, da waren ja die Bayern als Besatzer dann in Südtirol unterwegs, für Frieden sorgen. Und deswegen ist eben das so wichtig, dass Ulrich das geschafft hat, die Menschen zusammenzubringen, für den Frieden zu sorgen. Und das ist vielleicht auch der Blick auf heute, dass wir in Europa einfach auch dankbar sein dürfen, dass wir es fast 80 Jahre lang geschafft haben, dass die Völker Europas in Frieden zusammenleben und das eben Ulrich in seiner Zeit auch gelungen ist. Und das ist vielleicht das Wichtigere als die Schlacht auf dem Lechfeld, wie ich mit dem Auftrag dann befasst war, dieses Ulrichsjubiläum vorzubereiten. Wir haben ja auch kein Jubiläum der Lechfeldschlacht, haben wir gedacht, das ist mal ganz wichtig, dass wir diesen Frieden, den Ulrich als Friedensbringer in den Mittelpunkt stellen und einige Monate später, dann war schon der Überfall Putins auf die Ukraine. Inzwischen haben wir ja auch noch den grausamen Krieg in Israel und in Palästina.
sodass wir also doch sehen müssen, es ist wichtig für den Frieden einzustehen, aber es gibt halt Situationen, da bleibt nichts anderes übrig, als die Waffen in die Hand zu nehmen und letztlich natürlich zu schauen, den Frieden möglichst schnell wiederherzustellen. Aber das sind natürlich schwierige Dinge. Das war damals nicht leicht. Ulrich stand in einer ungeheuren Spannung. Das ist heute nicht leicht. Aber ich glaube, genau das ist das Entscheidende, dass es uns gelingt, in unserer Zeit mit unseren Möglichkeiten für diese Werte einzustehen. Ich möchte noch mal näher auf den Frieden von Tusa eingehen. Wir haben das jetzt so in die Runde geworfen, die Begrifflichkeit. Was steckt denn dahinter und was war denn das besondere Feingefühl, die besondere Krux an dieser Geschichte? Ja, da hat sich der Sohn gegen den Vater erhoben. Das klingt natürlich zunächst mal ganz schlimm. Aber der Schwabenherzog Liutolf war aus der ersten Ehe von König Otto und hat ein bisschen Sorge gehabt, weil er wieder geheiratet hat und wieder Kinder hatte, dass ihm die Erbfolge streitig gemacht wird. Das war damals also noch nicht so eindeutig geregelt. Also ein Stück weit muss man schon auch den Liutolf verstehen, dass er dafür seine Rechte eingestanden ist, was man nicht so verstehen muss, dass er sich manchmal sogar mit den Ungarn verbündet hat. Also das Reich war furchtbar zerstritten und das war auch im Sinne der Ungarn, dass ihnen immer wieder gewährt wurde, auch mit ihren Raubzügen in unser Land einzufallen und die Dinge wieder nach Hause mitzunehmen. Manchmal hat man es ihnen unterwegs auch wieder abgenommen oder halbe gemacht. Also das sind auch schlimme Dinge, weil es ja grausame Zeiten waren. Aber es ist eben wichtig, dass es Ulrich gelungen ist, in vielen Quellen Ulrich allein, in anderen Quellen mit dem Kurabischof Harpert gemeinsam hier bei Tusa, im heutigen Illertissen, diesen Frieden zu stiften, und zwar kurz vor die Schlacht losgegangen wäre. Es wird in den Quellen berichtet, keiner der Soldaten hat noch die Idee gehabt, dass man diese Schlacht verhindern kann. Und in letzter Minute ist es ihm eben gelungen, zwischen dem Sohn Liudolf und dem Vater Otto noch einmal zu vermitteln und dann das zusammenzuführen, was das Heilige Römische Reich, später Deutscher Nation genannt ist, das also da im Entstehen ist. Das sind eigentlich die Anfänge. Und da hat Ulrich nachhaltig dazu beigetragen. Und deswegen kann man im übertragenen Sinn sagen, er war so eine Art erster Europäer. Durchgesetzt ohne Waffen, mit Gespräch. Genau. Das ist ja auch das Besondere. Das ist das eigentliche Ziel ja immer. Herr Domkapitular, wir kommen zum Leben des Heiligen. Geboren ist der Heilige Ulrich 890. Seine Bischofsweihe hatte er 923 und verstorben ist er dann 973. Jetzt würde mich mal interessieren, woher, das heißt aus welchen Verhältnissen stammt denn der heilige Ulrich und welche Umstände haben ihn geprägt? Ja, er stammt aus dem Hochadel, ist also mit dem sächsischen Königshaus verwandt, war reich begütert in Dillingen, Wittislingen, also schon von hohem Adel. Und das ist auch dann das, was ihm so schwer gefallen ist. Also er wurde ja zur Ausbildung nach St. Gallen geschickt, also ist im benediktinischen Geist geschult. Was vielleicht für ihn auch prägend war, das wird in Quellen geschildert, als kleines Baby wäre er beinahe schon gestorben, weil er die Muttermilch nicht vertragen hat. Und erst als man die Mutter mehrfach darauf hingewiesen hat, wenn es jetzt nicht die Ernährung umstellt, dann wird der Knabe die Nacht nicht mehr überleben. Also er hatte wahrscheinlich so eine Art Laktoseintoleranz. Aber das war sicher auch für ihn prägend, die Erfahrung, wie nah wir in unserem Leben auch natürlich immer wieder mit dem Tod konfrontiert sind. Dann schon als junger Knabe mit 10 Jahren, das stelle ich mir auch immer etwas schwierig vor, fernab der Heimat im Kloster St. Gallen zur Erziehung übergeben. Da hat er sicherlich auch manchmal Heimweh gehabt und ist dann 8 Jahre lang dort geblieben, ist dann eben in diesem Geist geschult wieder zurückgekommen. Das hat er ein Leben lang so gehalten, also in einfachen Verhältnissen, obwohl er von hohem Adel war. Und dann ist er eben, heute würde man sagen, Finanzdirektor worden, also Kämmerer des Bischofs von Augsburg. Dem hat er da gedient, Adalbero. Und als dann der Nachfolger Hintine von niederem Adel war, auch ein bisschen schwierig, auch in der damaligen Zeit. Also ein Bischof ist ja in der Nachfolge der Apostel mit einer besonderen Würde, aber in der damaligen Zeit, in diesem Denken, der war von niederem Adel, dem wollte er nicht mehr zuarbeiten. Und erst dann wieder als dessen Nachfolger nach wenigen Jahren wieder verstorben ist, Bischof von Augsburg geworden und hat dann da eben in dieser großartigen Weise gewirkt. Was würden Sie sagen, wie ist er denn letztendlich zu dem Mann geworden, den wir heute verehren? Was war da ausschlaggebend? Ein bisschen was haben Sie schon anklingen lassen, dieses adelige Geschlecht und trotzdem diese einfache
Lebensweise, die ihn geprägt hat. Was ist Ihre Meinung dazu? Das ist sicher dieses imposante Auftreten. Also was man auch sagen muss, das wissen wir durch die Gebeine, die wir haben, die Knochen hat man vermessen, aber auch durch liturgische Gewänder, die ihm zugesprochen werden, dass er sehr, sehr groß war. Er war so 1,80 Meter oder 1,90 Meter. Die Menschen damals waren viel kleiner, 1,50 Meter. Also er hat sich schon äußerlich vielleicht 2 Kopf hoch überragt. Das war natürlich imposant, aber das ist das Äußerliche. Sein Auftreten, seine Einfachheit, obwohl er ja von hohem Adel war, seine Zuwendung zu den Menschen, zu den Armen, zu den Bedrängten, dass er zugehört hat, dass er sich zugewandt hat. Ich denke, das ist das viel Entscheidendere. Und natürlich dann schon auch diese Großtat mit der Verteidigung gegen die Ungarn. Das hat sich sicher eingebrannt und ist bis heute lebendig. Sie sagen auf der einen Seite die Person, die fasziniert hat. Welche Rolle spielt der Kontext, vielleicht auch der historische Kontext, die Zeit damals? Ja, es ist natürlich schon so, dass damals Bischöfe eine ganz besondere Rolle hatten. Das haben wir vorher schon gehabt, im Weltlichen und im Geistlichen. Und dass natürlich es auch herausfordernde Zeiten waren. Also das ist aber das, was sich ein Bischof auch nicht raussuchen kann. Also ich denke, in ruhigeren Zeiten hätte er auch gut gewirkt. Aber es waren eben ganz große Herausforderungen, denen er sich gestellt hat und damit eben diese bleibende Erinnerung bis heute hat. Jetzt ist der heilige Ulrich nur einer von 3 Bistumsheiligen. Da gibt es noch die heilige Afra und den heiligen Simpat. Was würden Sie sagen, unterscheidet diese 3 voneinander und was macht sie wieder zu einem tollen Dreiergespann für das Bistum? Ja, wichtig sind einzelne Aspekte. Die heilige Afra, da sind wir sehr froh, dass wir auch eine weibliche Bistumspatronin haben. Die ist also auch ganz früher Zeit, 4. Jahrhundert, wo also die ersten Christinnen und Christen in Augsburg waren, wo sich möglicherweise einige Zeit später dann ein erstes Bistum gebildet hat. Da wissen wir relativ wenig in den Quellen, aber ich finde es schon spannend, dass am Anfang diese bedeutende Frau steht. Der Bischof Simpat, da sind wir dann im 8. Jahrhundert, der also als erster Bischof von Augsburg gelten kann. Der hat also die schwäbischen und bayerischen Teile auf beiden Seiten des Lechs vereinigt. Allzu viel mehr wissen wir auch nicht. Den ersten Dom gebaut, wo man heute wohl noch Fundamente sehen kann. Aber das Entscheidende bei Simpat, warum er auch lange Jahrhunderte verehrt war, ist, dass eine Geschichte dazu gibt, dass also ein Baby vom Wolf in den Wald verschleppt wurde und auf die Fürbitte und das Gebet zum heiligen Bischof Simpat unversehrt wieder zurückgebracht wurde. Und deswegen ist Simpat der Patron für die Kinder und für die Jugendlichen, so wie wir ihn auch heute ja in unserem Bistum haben. Also ein ganz eigener Aspekt, der auch ganz wichtig ist. Und dann eben der heilige Ulrich in den Weisen, wie wir vorher schon geschildert haben. Ich finde, dieses Dreigespann, Dreigestirn, hat so verschiedene Aspekte, die zusammenkommen. Und eben in der Gemeinsamkeit sind es ganz tolle Bistumspatrone, die wir haben. Es gibt ja nicht viele Diözesen, die gleich 3 Bistumspatrone haben. Einer wird vielleicht auch reichen, aber ich denke, die 3 bringen erst diese Vollkommenheit der verschiedenen Aspekte. Jetzt möchte ich mit Ihnen über das Jubiläum sprechen. Wir feiern das große Doppel-Ulrichs-Jubiläum, sind quasi in der Halbzeit. Wie würden Sie zurückblicken auf das Jubiläum und würden Sie sagen, dass Ihre Erwartungen sich bisher erfüllt haben? Die Hoffnungen haben sich erfüllt, weil man weiß ja nie so genau, aber ich denke, dass es uns schon gelungen ist, die ganze Diözese, viele Pfarreien, Verbände auf den Weg zu bringen, schon mit einzelnen großen Akzenten, also etwa dem Auftaktfest auf dem Rathausplatz, das mit vielen tausend Menschen besucht war, wo die Kirche sich in die Öffentlichkeit, in die Stadtgesellschaft und hinein präsentiert hat. Aber was uns auch sehr wichtig war, viele kleine Akzente, die in der ganzen Diözese, in dem Verein und so weiter unterwegs sind. Und da, denke ich, ist einiges auf den Weg gekommen, was mir schon wirklich viel Freude macht. Denke nur an das Ulrichs-Musical, das in vielen Weisen unterwegs ist. Dann gibt es für Kindertageseinrichtungen La Favola, das ist so ein Puppenspiel, das sehr viel unterwegs ist. Viele Vereine, die eigene Projekte machen. Und das macht mir schon Freude, dass es uns, ich meine, schon gelungen ist, dieses Jubiläum so in die Breite des Bistums hineinzubringen. Mir schießt gerade Uli und Du in den Kopf. Was hat es denn damit auf sich? Da hoffen wir, dass wir das dann dokumentieren können. Also das ist ein Projekt, wo man eigene kleine Filme einreichen kann, gute halbe Minute, wo man eigene Projekte oder wie man selber Ulrich erlebt, dann darstellen kann, das Ganze dann einschicken kann. Da gibt es dann ganz tolle Preise, sodass am Ende dann ein längerer Film entstehen kann, auch mit den Dingen, die natürlich dokumentiert sind von den Veranstaltungen in der Diözese. Das ist so ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt.
geschickt. Da kann man sich auf der Webseite auch dann die Anregungen holen und das einschicken. Da wäre ich noch daran interessiert, dass vielleicht auch noch ein paar mehr mitmachen. Also vor allem Kinder, Jugendliche sind da eingeladen mitzumachen, aber auch Erwachsene. Viele kleine Veranstaltungen, große Veranstaltungen, es ist richtig viel geboten im Jubiläumsjahr. Was würden Sie sagen, was ist das Ziel des Ganzen auch über das Jubiläum hinaus? Was würden Sie sich wünschen? Wie kann man diesen Wunsch vielleicht auch anstoßen? Ich meine, manches könnte sich verstetigen. Und da gibt es ja ganz kleine Dinge, diese Hörübungen, das synodale Gespräch miteinander. Da haben viele Einrichtungen das ausprobiert und das könnte sich verstetigen, dass man also nicht in der Diskussion sich die Argumente gegenseitig um den Kopf haut, sondern dass man die eigene Meinung sagt und alle anderen hören zu. Und das geht dann reihum und nachdem man sich ausgetauscht hat, geht man erst einmal in die Stille, denkt darüber nach. Und wenn man dann wieder zusammenkommt, sagt man nicht seine eigene Meinung, sondern was einem bei dem anderen aufgefallen ist, was einem neu ist, was einem wichtig ist. Und das haben viele Gremien ausprobiert und mit sehr viel Erfolg. Kann ich auch nur den Pfarrgemeinderäten oder anderen Sitzungen bei den Verbänden empfehlen. Ich habe es selber auch schon getan. Das gibt ganz neue Entwicklungen, ganz neue Wege. Und das wäre so etwas mit dem Ohr des Herzens, was wir auf den Weg gebracht haben, was ja hochaktuell ist, auch im Blick auf den synodalen Prozess, den synodalen Weg, dass es uns da schon gelingt, etwas zu verstetigen. Und viele andere Dinge können sich ja auch verstetigen. Es gibt diese Ulrichsmäler, dass man nicht nur den Armen etwas zu essen gibt, sondern miteinander kocht. Das kann auch nach dem Ulrichsjahr weitergehen. Das muss auch nicht unbedingt Ulrichsmahl heißen, das kann Sozialmahl sein oder so. Da meine ich, dass sich doch viel verstetigen kann und dass dieser Impuls des Ulrichs-Doppeljubiläumsjahrs auf Dauer dann auch in der Diözese präsent ist und es vielleicht uns auch gelingt, einzelnen Menschen unseren immerhin Hauptpatron, auch wenn wir drei haben, wieder näher zu bringen. Und da gehe ich doch davon aus, dass ein bisschen was sich dann doch verstetigt. Jetzt habe ich noch eine abschließende, ganz persönliche Frage an Sie, Herr Domkapitular. Sie sind Bistumshistoriker. Was gibt Ihnen der heilige Ulrich ganz persönlich? Und wo sehen Sie vielleicht noch einen Forschungsauftrag? Wo würden Sie sich gerne mal so richtig rein vertiefen? Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen das mit der Ulrichserde, die also unter seinem Sarg gefunden wird, die also gegen Ungeziefer und Mäusefraß helfen soll. Das hat es in der Vergangenheit mehr gegeben. Daran wird man heute nicht mehr so glauben, aber immer nur in Verbindung mit auch Gebeten, dass das funktioniert hat, näher geforscht. Oder die Ulrichsminne, den Wein, den man sich zutrinkt, das Bischof Bertram ja schon im letzten Jahr wiederbelebt hat. Das sind so Dinge, wo ich mich näher damit befasst habe, was ich ganz spannend finde. Und ansonsten für mich persönlich am faszinierendsten war es vor vielen Jahren schon als junger Kaplan bei einer Führung in der Basilika St. Ulrich und Afra, wo ich denen, die ich also da die Kirche erklärt habe, dann mit dem Ulrichskreuz den Segen habe spenden dürfen, dieses große Ostensorium. Und da kann man ja dann hinten die Türe aufmachen und dieses Kreuz zunächst mit den Edelsteinen immer weiter öffnen. Und das habe ich damals noch selber machen dürfen. Heute ginge das nur noch mit weißen Handschuhen für Kunsthistoriker. Der Mesner hat gesagt, das können Sie schon und hat mir ein paar Mal auch einen kleinen Tipp gegeben. Einmal hat es schon ein bisschen geruckt. Und wenn man das der Reihe nach aufgemacht hat, kommt am innersten ein ganz einfaches Holzkreuz zum Vorschein. Und da bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das Bischof Ulrich als Pektorale, als Brustkreuz getragen hat. Wahrscheinlich vom Papst auf einer der Romreisen überreicht bekommen hat. Der Überlieferung nach ist es Holz vom Kreuz Christi, also so viel Holz hat das Kreuz wohl nicht gehabt, aber Berührungsreliquie, also ans Kreuz Christi angelegt. Und wenn man das dann in Händen halten dürfte, da bin ich, glaube ich, dem Ulrich so nahe gekommen, da bin ich heute noch dankbar und erinnere mich immer mit einem leichten Schaudern, weil ich glaube, dass man doch da dann die Geschichte nicht weit weg ist, sondern plötzlich ganz präsent und ganz kostbar ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Domkapitular. Das war unser Interview zum großen Ulrichsjubiläum. Alle Interviews finden Sie auch auf unserer Homepage. Machen Sie es gut.